Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video, wo ich euch einen Zuschauer-Nachbau von dem 1993 Jurassic Park zeigen möchte. Das Ganze wurde mir eingesendet von UdiUk83, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und er hat sich anscheinend sehr viel Mühe gegeben und deshalb werden wir uns jetzt heute gemeinsam seinen Jurassic Park-Nachbau mal anschauen. Er schreibt auch noch eine relativ ausführliche E-Mail. Die werde ich für euch natürlich ein bisschen zusammenfassen, weil das Ganze sonst ein bisschen zu lange dauert. Und ich fange einfach direkt mal damit an. Hallo Dandy. Als großer Jurassic Park Fan war es mir schon seit Release von JWE ein Anliegen, den originalen Park von damals so gut wie es geht nachzubauen. Als dann letzten Dezember der Jurassic Park DLC erschien, legte ich sofort mit allem los. Der DLC wurde durchgespielt und alles freigeschaltet. Recherche wurde betrieben, Parkmaps, Wikis, der Film wurde wieder mal geschaut, Screenshots gesammelt, das Parklayout geplant und letztendlich der Bau des Parks im Spiel selbst, was am langwierigsten war. Da gibt es also durchaus Parallelen zu deinem Vorgehen. Ich habe versucht, vor allem zwei Aspekte einzufangen. Zum einen die bekannten Filmlocations und zum anderen die Gehege/Standorte, wie sie auf diversen Isla Nubla Maps zu finden sind. Nach etwas über einem Monat und Dutzend Spielstunden später bin ich nun fertig. Jetzt überspringe ich mal einen großen Teil und wir springen mal nochmal zu einem ganz schönen Satz, den er geschrieben hat. An dieser Stelle möchte ich dir und eventuell deinen Zuschauern nun eine Einladung aussprechen. Eine Reise per VIP-Helikopter zu einer Insel, wo die Zeit vor 65 Millionen Jahren stehen blieb. Eine atemberaubende, ferngesteuerte Tour steht bereit. Wir haben keine Kosten gescheut. Willkommen im Jurassic Park. PS, für mich wird es demnächst wohl auf Isla Sorna gehen, das wird wild. Mit freundlichen Grüßen, UdiUk83. Danke für diese Einladung, die nehmen wir natürlich sehr gerne an und heute werden wir dein Jurassic Park 1993 Nachbau besichtigen. Und man sieht direkt die Ähnlichkeit hier von deinem Helipad zu meinem, was ich gebaut habe. Aber das hast du auch noch in die E-Mail geschrieben, habe ich nur gerade nicht vorgelesen, dass du dich da sehr inspiriert hast. Und ich finde, wenn ich mir das so angucke jetzt, das sieht schon sehr gut aus. Also das ist schon sehr nah am Original dran. Allerdings hast du auf jeden Fall einen anderen Ort gewählt hier. Hier ist auch eine schöne große Klippe. Hast du das hier selber gemacht, die Klippe? Ach, tatsächlich, okay. Das ist echt schade, dass man in dem Spiel leider nicht so steil machen kann. Aber was ich cool finde hier, ist, dass die Klippe sehr hoch ist. Im echten Film ist sie auch ultra hoch und hier hast du sie jetzt auch relativ hoch. Auch wenn natürlich jetzt der untere Teil nicht ganz so steil ist. Aber das geht leider im Spiel nicht anders. Hast du auf jeden Fall sehr gut gelöst. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Ort das ist, aber ich will jetzt auch gar nicht zu sehr schauen. Das Ganze sieht definitiv gut aus und auch wie im Film. Wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal hier schön mit so einem Jeep los, der hier bereitsteht und fahren einfach mal. Gucken mal, was uns erwartet. Hier geht es auch um diese Rechtskurve, die haben wir auch nachgebaut. Das ist hier dieser Hügel. Oh, das kommt schon relativ nah an das Original ran. Sehr gut gemacht. Hier geht es dann auch direkt durch so ein Schleusentor. Jetzt bin ich mal gespannt. Bei mir geht es ja jetzt so geradeaus, so ein bisschen und dann links rum. Und bei dir kommt direkt eine Abzweigung. Okay. Das heißt, was haben wir denn hier? Wie geht denn das hier nochmal mit der Steuerung? So, Visitor Center links, Aviary rechts. Das heißt, hier ist auf jeden Fall die, ja, Dino-Kuppel. Wie cool. Die Dino-Kuppel, natürlich die Flugsaurier-Kuppel meine ich damit. Die hast du auch untergebracht, finde ich mega nice. Die ist ja auf der Original Jurassic Park-Karte auch vorhanden. Wir fahren natürlich jetzt erstmal zum Besucherzentrum. Als nächstes müsste jetzt ja eigentlich schon fast die Szene kommen mit den Brachios, also mit der Brachio-Wiese. Bin ich mal gespannt. Vom Wegverlauf ist es ähnlich wie bei mir. Also scheine ich es ja nicht so sehr falsch gemacht zu haben. Also ein bisschen unterscheidet sich schon, aber die grobe Richtung stimmt einigermaßen. Hier ist schon das erste Gehege. Ist ein bisschen steil hier geworden. Aber das liegt auch sehr an Platzproblemen. Das hast du auch geschrieben, beim Gallimimus-Gehege, also bei dieser Gallimimus-Wiese am Ende, hattest du leider auch nicht mehr genug Platz. Und deswegen ist das ein bisschen kleiner ausgefallen. Aber das ist halt so, ne? Die Maps sind leider sehr klein in Jurassic World Evolution. Okay, hier geht's durch die nächste Schleuse. Und da sind schon die ersten Ranger-Gebäude, so wie es aussieht. Hier rechts geht's auch nochmal rein. Was haben wir denn hier? Gehen wir nochmal in den Fotomodus. Wir zoomen mal ein bisschen ran. Da haben wir Brachiosaurus, Parasaurolophus und Gallimimus. Okay,
Das heißt, hier sollten wir eigentlich diese Brachiosaurus-Wiese finden. Weil genau die drei Dinosaurier habe ich da ja auch gesehen im Film. Haben wir einfach mal hier die Baumreihe entlang und hoffen mal, dass es hier wie im Film sein wird. Hier sind zwei Bäume. Ich glaube, hier links, das ist die Baumreihe direkt. Oh ja, da stehen sogar schon die beiden Jeeps bereit. Ach, wie cool. Okay. Ich sage, steigen wir mal ganz kurz aus und gucken uns das Ganze mal an. Leider sind natürlich jetzt nicht die passenden Dinosaurier hier am Start. Aber man kann auf jeden Fall ganz klar erkennen, dass das diese Szene ist. Definitiv. Hast du super nachgebaut. Geht's auch bergauf, dann ist schön diese Baumreihe. Ja, und auch bei dir kommen noch einige Bäume. Ich habe die auch alle abgezählt und das so original wie möglich gemacht. Find's auch gut, dass du hier hinter einen Futterspender hast. Das heißt, es könnte mal vorkommen, dass hier ein Brachio wirklich vorbeikommt. Und jetzt müsst ihr auf der anderen Seite, wenn wir jetzt hier irgendwo stehen, rechts, genau, dieser See sein. Ja, das ist sogar ein bisschen größer gemacht. Da müssen wir, glaube ich, hier noch ein bisschen näher ran. Da unten sind dann die Brachios, die Paras. Und das Gewässer von der Form hast du auch super nachgebaut. Richtig cool. Da kommt auf jeden Fall Jurassic Park Feeling auf. Sehr gut gemacht. Wir fahren weiter. Wir drehen wieder um. Mal so führt jetzt ja der Weg wieder zurück. Ich hatte tatsächlich ja noch diesen großen Baum da gebaut. Diesen Redwood Tree. Wo sie rumgefahren sind, diese zwei Bäume. Ich gehe mal davon aus, dass diese beiden Bäume, wo die rumgefahren sind. Hier vorne links die. Könnte ich mir vorstellen. Wir fahren auf jeden Fall mal wieder zurück. Und jetzt müsste es ja eigentlich, wenn es chronologisch richtig ist, zum Besucherzentrum gehen. Echt gespannt, wie du das Ganze hier gelöst hast. Weil das ist halt... Ihr habt es ja gesehen bei mir. Ich habe wirklich wenige Gehege, nur die Gehege gebaut, die man im Film sieht. Und es war platztechnisch schon echt schwierig. Und du hast ja sogar noch das Aviarium und so weiter eingebaut. Also das ist schon echt krass. So, hier ist auch nochmal schön das Helipad ausgeschildert. Das gefällt mir gut. Dann hast du hier einen Schutzbunker und so ein paar Hotelanlagen, wie es aussieht. Ja, sehr schön. Okay. Auch ein sehr schöner Hotelbereich, den du hier gebaut hast. Vier Stück. Hier einmal alle Läden, bisschen Gewässer, ein großer Baum, ein paar Felsen. Schön dekoriert, sieht sehr idyllisch aus. Gefällt mir gut. Wir fahren weiter. Das sind ja auch immer alles so Bereiche, da kann man so ein bisschen bauen, wie man möchte, weil man das Ganze im Film nicht sieht. Aber hier auch wieder wunderschön ausgeschildert. Links Helikopterlandeplatz, geradeaus oder rechts geht's zum Besucherzentrum. Da fahren wir nämlich jetzt auch hin. Folgen den Wegen. Bei dir ist das Ganze logischerweise schon so ein bisschen fertiger, als es im Film der Fall ist. Weil im Film ist es ja so, dass es noch nicht eröffnet ist. Oh, was sind wir denn jetzt? Was ist das hier schon, das Dilo-Gehege? Kann das sein? Oh, da vorne kommt was. Das ist gut. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das hier alles der Zaun von diesem großen Pflanzenfresser-Gehege war. Können wir nachher nochmal von oben alles uns angucken. Hier ist auf jeden Fall ein Entwicklungslabor für Dinos. Und wir fahren... Oh, Visitor Center rechts. Okay, da fahren wir lang. Und dann bin ich mal gespannt. Kommen wir nämlich zur nächsten Filmszene. Oh, hier ist auch nochmal so ein bisschen... Ein paar Läden für die Besucher. Ein bisschen Deko gemacht. Sehr schön. Oh, hier beginnt die Jurassic Tour. Okay. Das heißt, hier vorne geht es jetzt gleich zum Visitor Center. Und so sieht das Ganze dann bei dir aus. Auch hier vorne schön mit der Palme und dieser kleinen Landzunge. Finde ich cool. Sieht schon echt aus wie im Film. Hast du echt gut hinbekommen. Nicht schlecht. Ich fand jetzt auch gerade passend die Jeeps vorbei. Das ist ganz nice. Oh, rechts hast du sogar diese Wegverbindung gemacht. Das habe ich ja zum Beispiel... nicht gemacht, aber hier links auch nicht. Hier links hast du auch mit diesen Dirtwegen gearbeitet. Guck mal hier diese Details an. Hier stehen auch so Jeeps und sowas. Hier hinter beim Landeplatz stehen auch Jeeps. Stand eigentlich nur ein Jeep. Ich habe jetzt gerade meinen anderen Jeep, mit dem ich unterwegs war, nochmal umgeparkt. Aber auch diese Szene hast du sehr gut hinbekommen. Allerdings ist es ja im Film so, dass die Leute von links kommen. Das heißt, ich bin wahrscheinlich gerade falsch gefahren. Ich hätte wahrscheinlich gerade, damit es wie im Film ist, hier lang fahren müssen.
hier geradeaus noch so ein bisschen und dann von hier kommen. Dann wäre es wie im Film gewesen. Ich fliege jetzt einfach mal hier lang. Und dann hat man auch das Original wie im Film. Also ich bin ein bisschen den falschen Weg gefahren, aber das kann man ja nicht wissen vorher. Hast du auf jeden Fall echt gut nachgebaut. Ab dieser Stelle fahren wir dann aber jetzt mit einem Jurassic Tourwagen weiter, damit das Ganze ein bisschen original an den Film rankommt. Problem bei der Sache ist, wenn wir selber fahren, haben wir leider kein Fernglas oder sowas. Aber ist ja egal, wir fahren jetzt auf jeden Fall los. Jetzt müsste als nächstes das Jurassic Park Tor kommen. Oh ja, es kommt sogar direkt hier, das ist schön. Das hast du gut gelöst hier. Auch schön die Palmen rechts und links, wie es im Film der Fall ist. Willkommen in Jurassic Park. Ah, das ist immer toll. Ich liebe es. Achten Sie genau auf die Sicherheitsankündigungen oder an. Okay, wir gehen mal wieder raus, sonst labert sie uns hier voll. Ich glaube, wir sind hier schon im ersten Gehege direkt drin, kann das sein? Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Aber ich dachte, weil sie gerade eine Ansage gemacht hat, hier kommen wir auf jeden Fall rechts zu unserem ersten Gehege, so wie es aussieht. Müsste ja dann das Dilo-Gehege sein. Auch schön bewaldet, direkt am Zaun. Es kann auch gut sein, dass das hier ein anderes Gehege ist, weil ich glaube, wenn man das... Ne, das sind die Dilos. Könnt ihr sie sehen? Einer ist da gerade. Weil du hast ja auch ein bisschen laut den Karten gearbeitet und eigentlich waren ja im Jurassic Park noch viel mehr Dinosaurier vorhanden. Oh, hier ist sogar das Dilo-Schild. Fahren wir nochmal ein Stück zurück. Da war ja auch noch Segisaurus und was weiß ich nicht alles. Also es waren ja wirklich viele Gehege da. Unter anderem ja auch das Aviarium, was du eingebaut hast. Zumindest war es geplant. Im Film sieht man halt irgendwie nur seine 6 Dinosaurier oder so. Ich versuche immer ungefähr für euch die Filmszenen nachzustellen. Von der Kameraperspektive und so wird es nicht immer ganz schlimm, stimmen, weil ich mache das Ganze halt so ein bisschen aus dem Kopf, wie ich die Filmszenen im Kopf habe. Aber ich denke mal, man kann das dann immer schon ganz gut nachvollziehen. So, weiter geht's. Das ist das Dilo-Gehege. Im Film bekommen sie ja da leider keinen zu sehen. Den bekommt dann dafür Dennis Nedry später zu sehen und auch zu spüren. So, hier ist das nächste Gehege. Das sieht mir nach einem mittleren Fleischfresser aus. Oh, hier sind Kompis. Ach, wie schön. Und hier sind auch andere Dinos. Okay, wir sind hier wirklich in einem Gehege. Da hinten ist ein Anki, so wie es aussieht. Aber auch cool gemacht hier, dass man die Kompis hier gut erkennen kann. Es ist einen schönen Skin ausgesucht, der schön auffällig ist. Selbst wenn die so klein sind, kann man sie gut erkennen. Da sind sie. Ganz winzig zu sehen. Fahren wir hier kurz rein in den Busch. Wenn wir wissen, was hier noch so ist. Wir sind hier, glaube ich, in einem großen Pflanzenfressergehege. Ankylosaurus. Nee. Hä? Ich bin gerade verwirrt. Ist das ein Euoplocephalus? Ja, ne? Tatsächlich. Den gab es in Jurassic Park. Krass. Oh, wir hätten gar nicht abfahren müssen vom Weg. Mein Fehler. Mache ich nicht mehr. Nicht auf Erkundungstour gehen. Da hinten führen eh noch die Schienen lang. Dann hätten wir die eh gesehen. Das habe ich zum Beispiel noch nie gehört, dass der Euoplocephalus in Jurassic Park zu sehen war. Oh, hier rechts sehen wir auch noch... Ist das ein Dilo? Ne, das sind Proceratus, sind die hier rechts. Oder? Ich glaube schon. Ja, das sind Proceratus. Cool. Sehr cool. Ich werde mir das nachher auch noch alles von oben angucken, weil ich denke mal, ich werde jetzt aus dieser Kameraperspektive leider viel übersehen. Und jetzt sieht man hier auch nochmal schön diese Schilder. Ach, das ist toll. Ich liebe ja diese Deko-Elemente, ne? Schade, dass es davon nur so wenige gibt. Euoplocephalus sehe ich, Apatus sehe ich. Dann ist auch noch irgendwas Großes. Irgendein Langhals. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Mamenchi ist. Den gab es nämlich, glaube ich, in Jurassic Park. Wir fahren mal doch wieder vom Weg ab. Ne, das sind Brachios. Ach, schön. Und da sind sogar Mutabura, wenn das... Oder? Sind das Mutabura? Ich glaube schon. Ne, Mayasaurer. Entschuldigung. Habe ich verwechselt. Und da sind auch noch Styracosaurus, Compsognathus, Dryos sind da auch. Oha. Okay. Wir müssen mal nachher von oben gucken. Das Problem ist, ich kann jetzt hier nicht rumfliegen, weil dann verschwindet hier das Auto. Wir machen jetzt erstmal die Tour weiter. Das ist echt cool.
Vor allem, es wirkt nicht mal irgendwie so eingeengt oder so bis jetzt. Die Gehege wirken echt groß. Aber hier ist ja wirklich alles drin. Das ist ja krass. Ist das hier das große Pflanzenfressergehege? Parasaurolophus. Hier sehen wir schon wieder Kompis. Also das mit den Kompis hast du richtig cool gelöst. Dass überall diese Futterstellen sind. Jetzt geht's zum nächsten. Velociraptor-Gehege. Oh, ich geht steil runter. Das hier links schon? Gute Frage. Hier rechts haben wir noch weitere Paras. Und es geht in das nächste Pflanzenfressergehege, so wie es aussieht. Also war, glaube ich, wirklich links schon das Raptorengehege. Aber die konnten wir leider nicht sehen. Beziehungsweise vielleicht sehen wir sie auch noch. Ich weiß nicht, ob das hier das noch ist. Hm. Was sind wir denn hier? Aviarium sehen wir im Hintergrund. Stegosaurus sehe ich. Ist aber auch sehr cool gemacht hier. Der Stego kommt schon. Nicht, dass er uns hier gleich mit seiner Keule eingeben will. Das wäre nicht so cool. So. Oh, ich glaube, das ist ein Raptor, oder? Ja, das ist ein Raptor. Hier ist auch nochmal ein Schild. Hey, bleib hier. Die Grenzen und Gefährlichkeit dieses Tieres häufig unterschätzt wurden. Das ist echt schade, dass man in diesen Autos nicht ranzoomen kann. Ich glaube, ich werde mal eben doch zu einem Jeep wechseln. So, Leute, ich bin jetzt gerade hier nochmal auf dem Weg. Jetzt könnt ihr nochmal ein paar Dinos sehen, die wir vorhin nicht gesehen haben. Mayasaura, Dryo seht ihr hier. Vor uns seht ihr auch noch einen Styraco. Wir kommen hier gerade ganz schlecht durch wegen den kleinen Kompis. Meine Güte, die sind ja überall. Oh mein Gott, sind hier viele. Hey, Jungs. Weg. Oh, nicht, dass wir hier gleich weggerammt werden. Hier ist ein Styraco. Auch tolle Skins. Ich weiß jetzt nicht, ob die durch meine Mod verändert wurden oder nicht, die ich gerade installiert habe. Aber sieht wirklich sehr schön aus. Oh, schnell hier vorbei. Mir ist übrigens auch... Oh, da war wieder ein Kompi. Die sind hier wirklich viel unterwegs, die Kompis. Mir ist übrigens gerade auch nochmal Schönes aufgefallen. Das zeige ich euch gleich mal, wenn wir wieder an der Stelle sind, wo wir vorhin waren. Oh, steht mein Jeep noch da? Nee, der Jeep ist weg. Okay. Jetzt können wir nämlich auch mal die Raptoren nochmal ein bisschen besser beobachten. Weil hier haben wir diese schöne Kamera. Mit der kann man wenigstens ranzoomen. Das ist echt toll. Dann sieht man wenigstens auch mal die Raptoren. Aber guck mal zum Beispiel auf die Details. Ich habe ja vorhin den Jeep genommen, den ersten. Und er hat sogar reingeschrieben, wer denn in dem Jeep saß. Ellie Sattler, Alan Grant und Ian Malcolm. Also das ist wirklich toll. Richtig cool. In dem anderen Jeep ist es wahrscheinlich auch so. Du hast hier wirklich so viele Details eingebaut. Ich werde die wahrscheinlich gar nicht jetzt alle herausfinden. Weil das so detailgetreu ist. Hier links ist, glaube ich, noch das Raptorengehege, ne? Ne, das ist schon wieder ein anderes. Oh, rechts haben wir wahrscheinlich Baryonyx, würde ich jetzt von ausgehen. Sieht auch so aus vom Schild. Schauen wir mal ganz kurz hier rein. Ich bin froh, dass ich zum Jeep gewechselt habe. Ja, das ist ein Baryonyx. Cool. Den gab es ja auch im Jurassic Park. Habe ich auch schon häufig gelesen. Und hier links könnte ich sogar mir Cerato vorstellen. Den vermisse ich nämlich auch. Und ich glaube, das sind auch welche, oder? Laufen da leider gerade weg. Und hier sind Herreras, glaube ich. Jungs, kommt mal her. Gut ist, ich kann jetzt auch aus dem Auto springen, ohne dass es verschwindet. Macht er. Frech. Ne, das sind doch wirklich Herreras, ne? Ja, das sind Herreras. Cool. Richtig nice. Mega. Das sind halt alles noch die Skins, die ich leider installiert habe. Also das ist nicht das, was du ausgesucht hast. Aber die Skins sind trotzdem toll. Und ich denke, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Also die Tour wirkt jetzt schon mega lang. Ich weiß gar nicht, wo du das hier alles untergebracht hast. Hier wird es gerade ein bisschen eng. Oh nee. Ich glaube, es geht jetzt hier durch den Tunnel. Meint ihr, wir können das vorbeiquetschen? Ach komm schon. Okay, da müssen wir jetzt durch den Tunnel ein bisschen schleichen. Also ich gehe davon aus, dass dieser dicke Zaun jetzt hier den Tunnel darstellen soll zum T-Rex-Gehege. Könnte doch gut sein, oder? Okay, gehen wir ganz kurz aus dem Auto raus. Dann haben wir nämlich sogar gleich hier
die T-Rex-Szene wunderbar dargestellt oder nachgestellt. Gehen wir mal kurz hier in diese Kamera. Da ist die Toilette, da ist das Schild. Sehr cool. Und da kommen die Jeeps gerade aus dem Tunnel. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich stelle das alles so ein bisschen nach Augenmaß halt da oder nach, so wie ich es gerade noch in Erinnerung habe. Also wenn mal die eine Perspektive nicht ganz richtig ist, seid mir da nicht böse. Aber ich glaube, das kommt schon echt nah an das Original ran. Oh, du hast sogar den Abgrund hier eingebaut. Cool. Das habe ich ja zum Beispiel weggelassen, weil ich das zu kompliziert fand. Hier ist der Abgrund nach unten. Ist halt echt ein Problem, dass man das nicht so steil machen kann, ne? Das stört mich halt auch. Weil im Film war es ja wirklich so, dass es komplett steil runterging. Aber cool, dass du es wenigstens versucht hast, mit den Möglichkeiten, die man hat, es noch darzustellen. Jetzt haben wir nämlich auch wieder Platz. Gucken, ob wir den T-Rex gleich zu Gesicht bekommen. Ja, da ist der T-Rex. Wow, wie passend. Zwar nicht ganz an der richtigen Stelle, aber immerhin sehen wir ihn. Ja, brüll mal für mich. Komm schon. Oh ja. Perfekt. Oh mein Gott. Das ist leider echt nicht ganz die richtige Stelle, aber es ist cool. Dann geht's hier bergauf, steil. Ich glaube, diese ganzen mega steilen Sachen, die hast du halt eingebaut, weil es platztechnisch nicht anders ging. Sonst hättest du das bestimmt ein bisschen mehr übergeglättet. Gehe ich zumindest von aus. Hier rechts haben wir schon das nächste Gehege. Was haben wir denn hier? Ich sehe da jetzt gerade so nix. Da hinten läuft was. Das ist, glaube ich, ein Metria-Kanto. Ja, tatsächlich, das sind Metrias. Auch cooler Dino. Aber wir wollen weiter. T-Rex-Szene haben wir jetzt gesehen. Das heißt, als nächstes, laut den Filmszenen, müsste jetzt die Triceratops-Szene kommen. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon im Gehege drin, kann das sein? Wartet mal. Ich auf die Schilder geachtet. Ein Schild? Nee. Okay. Aber kann gut sein, dass wir jetzt schon in dem nächsten Gehege direkt befinden. Ja, tatsächlich. Ach, wie cool. Da steht auch schon der Jeep. Wow. Das ist auch echt toll dargestellt. Bei dir ist es auch alles ein bisschen näher dran. Das ist bei mir alles ein bisschen größer und weiter weg. Aber das ist tatsächlich auch von den Perspektiven her sehr schwierig alles, muss man sagen, wie im Film darzustellen. Weil, ja, es wurde halt im ersten Film gerade viel mit so einer Technik gearbeitet, dass das alles irgendwie größer wirkt. Wurde mir zumindest mal in die Kommentare geschrieben. Und ich habe auch den Eindruck, dass es da von den Proportionen immer teilweise ein bisschen verwirrend ist. Hier halten die dann an. An der Stelle hier sozusagen. Und dann gehen die, gehen wir kurz in diese Perspektive nochmal rein. Dann gehen die hier aus dem Auto raus, rennen hier runter. Hier ist dann auch sogar der Kothaufen von den Triceratopsen. Cool. Noch ein Futterspender. Und hier würde auch irgendwo dann der betäubte Triceratops liegen. Kann man logischerweise jetzt so nicht machen, weil der sonst einfach verhungern würde. Der bleibt halt nicht ewig am Leben. Aber ich glaube, du hast sogar mehr Triceratops als ich eingebaut. Du hast auch hier dieses kleine Gewässer eingebaut, was man sieht im Film. Nicht schlecht. Eins, zwei. Nee, du hast auch drei. Okay. Dann ist der andere nur vorhin dahin gelaufen. Sehr cool. Oha. Okay, das schauen wir uns gleich mal in Ruhe an, Leute. Ja, Jungs, jetzt müsst ihr mal ein bisschen warten. Hier ist auch nochmal ein schönes Triceratops-Schild mit Lampe hingestellt. Und weiter geht's ins nächste Gehege. Normalerweise wäre es jetzt so im Film, dass die umdrehen, weil dieses Unwetter kommt. Aber wir kommen hier anscheinend zur Gallimimus-Wiese. Ach ja, so habe ich das ja auch nachgebaut, dass danach die Gallimimus-Wiese kommt. Hier hattest du in die E-Mail geschrieben, dass es leider bei dir ein bisschen zu klein ausgefallen ist. Frage ist jetzt auch, wo muss ich hochfahren? Oh. Dilophosaurus. Ah, wir sind jetzt einmal im Kreis gefahren. Hier links ist schon wieder das Dilo-Gehege. Interessant. Hier geht's schon wieder raus, okay. Das heißt, ich hätte hier die Wiese eigentlich schon hochfahren müssen. Mal schauen, ob wir die Szene auch noch nachgestellt kriegen. Wäre auf jeden Fall cool. Ich denke mal, wir müssen irgendwo... Ja, man kann es schon erkennen. Man kann es schon erkennen. Ich weiß schon, wie es gemeint ist, glaube ich. Es ist halt wirklich leider sehr klein ausgefallen. Es hat halt platztechnisch nicht mehr gereicht. Hast du halt auch in die E-Mail geschrieben. Ja, was will man machen, ne?
Ja. Schade, schade. Aber man kann erkennen, dass es die Szene ist. Es geht auf jeden Fall klar. Echt schade, dass man so kleine Parks nur hat. Ich glaube, hättest du mehr Platz gehabt, dann wäre das nochmal um einiges cooler geworden. Dann hättest du auch nicht überall so steil bauen müssen und sowas. Aber es geht halt nicht anders. Ich finde es... Also ich bin jetzt echt schon begeistert, wie gut du diese Strecke gebaut hast. Das ist echt krass. Ey! Komm runter. Ich finde es echt krass, also dass du das so zusammenhängend gebaut hast. Es war bestimmt viel Planung. Du hast ja auch echt viele Dinos untergebracht. Was haben wir denn hier? Das Troodons? Oh, das sind Troodons. Kleine, fiese Troodons. Rechts sind die Gullies. Wie lange geht denn die Strecke noch? Das ist ja echt krass. So, wo sind wir jetzt? Links geht's zum Wizard Center. Ah, ich verstehe, okay. Jetzt sind wir an dieser Stelle wieder, wo wir vorhin waren. Das heißt, wir haben jetzt den Rundkurs geschafft. Geht's hier einmal rum. Wir düsen mal mit Vollspeed. Und hier würde es dann wieder in die Station reingehen. Richtig cool. Also es hat richtig Spaß gemacht. Man hat auch die Szenen alle erkannt. Natürlich lediglich die Gully-Wiese war ein bisschen klein geworden. Aber das hast du ja auch in die E-Mail geschrieben. Und das ist dann leider so. Eine Szene, die uns natürlich noch fehlt, ist hier das Raptor-Gebäude. Das haben wir nämlich auch. Sehr cool. Gibt es ja auch den Weg zum Bunker? Gucken. Ah, den hast du anscheinend nicht eingezeichnet. Der müsste, glaube ich, sonst auch irgendwo hier sein. Sehe ich zumindest jetzt auf die Schnelle nicht. Ich könnte mal jetzt von oben gucken. Krass viele Dinos und Zäune und sowas hier sind. Wenn man das mit meinem Jurassic Park vergleicht, da habe ich echt wenig eingebaut. Aber ich bin ganz froh, dass ich so wenig geplant habe. Auf jeden Fall sehr interessant aus. Hier haben wir nochmal das Aviarium. Die Stegos sind hier noch. Richtig cool. Hier ist auch nochmal so ein paar Industriebereiche eingebaut. Haben wir irgendwelche Dinos nicht gesehen? Dennis Nedry kehrt zur Basis zurück. Wow, die Szene hast du auch eingebaut. Ach, oh, wie cool. Die habe ich ja zum Beispiel auch noch nicht eingebaut. Hier ist dann der Tunnel zum E-Stock. Ist dann wahrscheinlich auch das E-Stock-Schild. Ja, E-Stock-Schild, hier ist der Tunnel. Hier hat er sein Auto festgefahren. Hier geht dann normalerweise ein Wasserfall runter. Den kannst du ja nicht darstellen. Und ja, dann versucht er mit der Autokurbel sein Auto hier am Baum zu befestigen und da rauszuziehen. Und der Dilo, der snackt ihn dann. Hier oben hast du so ein bisschen das Wasser ansatzweise gemacht. Besser ging es halt nicht. Richtig cool. Wow, finde ich nice, dass du das noch dargestellt hast. Jungle River Cruise. Ah, ich verstehe. Es war im Jurassic Park nämlich so eine River Cruise, also so eine Bootsfahrt geplant. Und die hast du so hier mit solchen Dingern dargestellt. So zwei so Gebäude, hier so Wege und das soll wahrscheinlich so das Dock sein. Gehe ich mal von aus, der Felsen. Mit ein bisschen Fantasie. Und dann hätte man hier mit einem Boot durchfahren können. Richtig coole Idee. Schade, dass es sowas noch nicht gibt. So eine Bootstour. Aber vielleicht kriegen wir irgendwann Wassersaurier-DLC und mit Bootstour und sowas. Würde sich anbieten. Ich frage mich gerade, ob ich noch irgendwas übersehen habe. Der andere Jeep war übrigens John Hammond und Donald Gennaro. Das war, glaube ich, dieser komische Typi, dieser, was war denn das für einer? Versicherung oder sowas? Ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne? Dann nochmal so ein bisschen Ankunftsort oder so. Ich hoffe, ich habe keine Schlüsselszenen aus dem Film übersehen. Ja, ich glaube, wir haben alle, Roberta, hier noch irgendwas besonders benannt. Ich glaube, wir haben alles gesehen soweit. Ja, wahrscheinlich nicht. Also wir haben wahrscheinlich nicht alles gesehen. Aber die wichtigsten Schlüsselszenen haben wir hoffentlich gesehen. Falls wir was Wichtiges verpasst haben, schreib es mir gerne in die Kommentare. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Du hast sogar hier ein Dilo eingebaut, ne? Ja, richtig cool. Der ist hier sogar gerade. Richtig toll. Also es hat richtig Spaß gemacht. Ist richtig toll geworden. Ich mache ja momentan auch noch so ein bisschen den Feinschliff für mein Jurassic Park 1 Nachbauprojekt. Und das war auf jeden Fall echt eine tolle Inspiration und Anregung. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch der Jurassic Park 1993 Nachbau von Udi Uke gefallen hat. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein.
Euer Dandy.